Was heißt eigentlich Freiheit? Was heißt eigentlich Demokratie? Wir wissen, dass die politischen Herausforderungen unserer Zeit alle transnationaler Natur sind. Ich glaube, die Gegenwart ist von dieser Überlagerung riesiger Krisen geprägt. Dass wir in einer Demokratie leben, ergibt sich ja nur, wenn wir ein bestimmtes Verständnis von Demokratie haben und glauben, dies träfe auf die Ordnung, in der wir leben, zu. Du stehst nicht über mir und ich stehe nicht über dir. Und aus diesem Gedanken muss eine Form politischer Herrschaft entwickelt werden, aber auch eine Form der Gesellschaft, sodass Demokratie eine Lebensform ist. Sie ist eine Lebensform untereinander Gleichgestellten, die durch Verfahren der Rechtfertigung ermitteln und einander begründen, wie eine Ordnung ausgestaltet werden muss. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man über Demokratie nachdenkt, dass man darunter nicht nur ein Setting aus Institutionen, Organen eines Staates nachdenkt und dass Demokratie irgendwas Statisches ist, sondern dass eigentlich die Demokratie, und das ist auch die Herausforderung, die einzige Herrschaftsweise ist, die mit der Chance verbunden ist, immer die Herrschaftsweise und wie Herrschaft ausgeübt wird, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und wie sich Strukturen gesellschaftlich und politisch entwickeln, immer wieder kritisch zu hinterfragen. Das heißt, Demokratie ist immer im Prozess. Und uns geht es darum, genau zu verstehen, welche Vorstellungen von Demokratie entwickelt sich und warum wird sie aber auch abgelehnt. Wir wissen, dass die politischen Herausforderungen unserer Zeit alle transnationaler Natur sind. Ob es der Klimawandel ist, ob es die zunehmende Ungleichheit an Ressourcen weltweit ist, Migrationsströme, die daher rühren, Migrationsbewegungen von Kriegen wie dem in der Ukraine ganz zu schweigen. Wir haben aber keine transnationalen Institutionen, belastbaren transnationalen Institutionen, die auf diese Probleme reagieren. Und das führt, diese Strukturkrise führt dazu, dass Nationalismen, die sagen, wir wollen die Politik aber wieder in die eigene Hand nehmen, take back control oder make irgendein Land great again, dass die Zulauf gewinnen. Aber eigentlich bieten sie Lösungen an, nationalistische Lösungen, die keine Lösungen sein können in einem Zeitalter transnationaler Herausforderungen. Das ist eigentlich die Hauptproblematik. Ich habe den Eindruck, dass die liberale Demokratie nicht wirklich davor schützt, von ihren Gegnerinnen und Gegnern auch massiv ausgehöhlt zu werden. Und meine Befürchtung ist jetzt gar nicht mal, dass die Demokratien sich zu handfesten Autokratien entwickeln, aber dass sie eigentlich ihr Wesen verlieren, sozusagen auch sich immer wieder demokratisch weiterzuentwickeln. Weil bei den Akteurinnen und Akteuren, die wir jetzt so erleben, aus der populistischen Rechten, die arbeiten ja mit den Instrumenten der Demokratie, um diese aber in ihrem Sinne zu verändern. Und das ist ein sehr schleichender Prozess, wo wir nicht sofort erkennen, wohin geht es. Also es gibt einzelne Demokratien, wo wir dann sehen, wie sie dann gefährdet sind, wo ich mich dann frage, inwieweit ist die liberale Demokratie so weit entwickelt, dass man sagen kann, sie schützt auch davor, vielleicht auch, dass sie stirbt oder zerstört wird. Schrumpfformen der Demokratie, in denen illiberale Mehrheiten bestimmen, wie es läuft, wer Kirchen oder Moscheen bauen darf und wer nicht, wer eine Krankenversicherung sich leisten kann und wer nicht. Wenn Demokratien dazu dienen, dass Gruppen ermächtigt werden, andere Menschen in ihren Grundrechten, in ihrem Status als gleiche Person so zu beeinträchtigen, dass man ihnen sagt, ja, eure Religion hat hier keinen Platz, tut mir leid, wenn du deine Arztkosten nicht bezahlen kannst. Das sind Verfallsformen von Demokratie, die den Namen eigentlich nicht verdienen.
bin beteiligt an einem großen Verbundprojekt, das heißt Vertrauen im Konflikt. Und es geht darum, wie politisches Zusammenleben gelingen kann, wie Vertrauen, generalisiertes soziales Vertrauen, gestärkt werden kann durch Konflikte und nicht zerstört. Die klassische Vorstellung ist, dass wenn es einen Konflikt gibt, dass das Vertrauen dadurch brüchig wird. Und Vertrauen ist sehr wichtig für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dieses soziale, generalisierte Vertrauen, dass man die meisten Menschen für irgendwie vertrauenswürdig hält, dass man die Institutionen für solche hält, die Vertrauen ermöglichen und nicht Misstrauen stärken. Wir haben uns jetzt gefragt, können Konflikte nicht auch Vertrauen stabilisieren? Und wie müssten sie eigentlich beschaffen sein? Wie müssten sie ausgetragen werden? Unter welchen Bedingungen können sie Vertrauen stärken? Und in der Studie, die ich durchführe, da kann man das vielleicht so im ganz Kleinen sehen, dass Konflikte natürlich auch in manchen Fällen zu Beziehungsabbrüchen führen, dass sie auch Misstrauen hervorrufen können. Vor allem, wenn die einen das Gefühl haben, ich gebe nur und die anderen nehmen nur. Das sind Konflikte um Wechselseitigkeit, die lassen Misstrauen entstehen. Aber es gibt eben auch Konflikte, bei denen danach vielleicht man sich nicht unbedingt einig ist. Es gibt vielleicht auch keinen festgelegten Kompromiss, der entstanden ist, aber beide Konfliktpartner haben den Eindruck, zumindest war es möglich, das auszutragen. Und dadurch wird in einigen Fällen tatsächlich auch das Vertrauen gestärkt oder zumindest stabilisiert. Und man geht nicht auseinander, sondern man merkt, okay, wir können unterschiedlicher Meinung sein, wir können das austragen, wir können das einander sagen. Und Vertrauen ist für Demokratie wichtig, weil Vertrauen es ermöglicht, mit anderen zu kooperieren. Wenn ich anderen misstraue, dann werde ich keine Kooperation eingehen. Und Demokratie besteht aus diesem riesigen gemeinsamen Projekt, bei dem ich ständig mit anderen etwas gemeinsam gestalte. Und dafür ist Vertrauen nötig, weil es die Voraussetzung für Kooperation bildet. Wir versuchen zu erkennen, was sind denn die Vertrauensmomente in solchen Konfliktverfahren in demokratischen Institutionen, aber auch innerhalb des Rechtssystems, auch im ökonomischen Umgang miteinander. Und dabei stoßen wir immer wieder, auch in unterschiedlichen Disziplinen, die bei uns beteiligt sind, auf die Frage, wie wird Vertrauen gemessen, wie wird Vertrauen erzeugt und ist dies eine Form gerechtfertigten Vertrauens? Denn so manche Bewegung, manche Partei, manche Politiker werben um Vertrauen, aber es ist ein Vertrauen, das für die Demokratie eigentlich schädlich ist. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir Demokratie und die Prinzipien der Demokratie ausbuchstabieren müssen. Denn gerechtfertigtes Vertrauen ist dann nur Vertrauen, das durch demokratische Verfahren, in demokratischen Gemeinschaften, durch demokratische Kommunikation erzeugt wird, die diesen Namen auch verdienen, den Namen demokratisch verdienen. Ich glaube, wir müssen uns die Idee der Demokratie zurückerobern. Was heißt eigentlich Freiheit? Was heißt eigentlich Demokratie? Und einfach wieder drüber nachdenken, und da wird das in den Gesellschaften sehr unterschiedlich, die Diskussionen auch laufen. Was kann heute die Idee der Demokratie bedeuten? Und eigentlich liegt darin die große Chance. Also sozusagen, wenn Sie kritisch in der Öffentlichkeit über die Entwicklung diskutieren, wie regiert wird, wie Herrschaft ausgeübt wird, das dann mit dem Ziel zu verbinden, das aber weiter zu demokratisieren. Und das nicht nur im Politischen, sondern auch im Sozialen. Wie demokratisch sind heute eigentlich industrielle Beziehungen, soziale Beziehungen strukturiert und organisiert? Weil mein Eindruck ist, ich glaube, das ist nicht nur meiner, dass der Rückzug in Demokratie jetzt gar nicht immer nur vorrangig im Politischen zu beobachten ist, sondern eben genau im Sozialen. Und reduziert wird auf die politische Demokratie. Und wenn wir aber das Soziale mit einbeziehen, erweitern wir die Demokratie und haben vielleicht auch eine Chance der Demokratisierung. Da sehe ich sogar eine größere Chance für Demokratisierung als im Politischen. Es gibt ja sehr viele Bereiche in unserer eigentlich demokratischen Gesellschaft, die nicht demokratisch strukturiert sind. Arbeitsplätze sind nicht demokratisch strukturiert, Schulen sind nicht demokratisch strukturiert. Und das scheint mir die Aufgabe zu sein, die Demokratisierung nicht dort enden zu lassen, wo es ein allgemeines Wahlrecht gibt,
sondern sozusagen alle Lebensbereiche zu demokratisieren und damit auch die Erfahrung zu machen, dass man selbst davon profitiert. Der Gerechtigkeitsmaßstab zwingt uns immer dazu zu fragen, wie gerechtfertigt sind denn eigentlich diese Gesetzesvorhaben, diese Strukturen gegenüber den Schlechtestgestellten in einer Gesellschaft? Eine Gesellschaft, die Frage nicht mehr stellt oder nicht mehr versteht, die verrät eigentlich die Demokratie. Also politisch denken heißt, Probleme so adressieren, dass nach einer Alternative gesucht wird.